Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Kleine Verspätung, die bitten wir zu entschuldigen, aber wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt verhängnisvoller Sex. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse beim Sex sprechen. Gibt es Sexvorkommnisse, die euch sehr geschadet haben im Nachhinein? Hat man euch zu einer bestimmten Sexualität gezwungen? Ist es zu Zwischenfällen vielleicht gekommen bei ungewöhnlichen Sexualpraktiken? Habt ihr euch vielleicht eine schwere Krankheit, eine schwere Geschlechtskrankheit zugezogen beim Sex? Seid ihr ungewollt schwanger geworden oder hat man euch in flagranti zum Beispiel beim Fremdgehen erwischt? Oder habt ihr schlechte Erfahrungen beim käuflichen Sex gemacht? Ist irgendetwas passiert, von dem ihr sagt, letztendlich ist das im Nachhinein betrachtet ein verhängnisvoller Sex? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Julia und die Julia ist 22. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Du hattest... Also vorerst, es tut mir total leid, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Macht gar nichts. Ich hoffe, das legt sich. Ah, das legt sich. Ich sag's dir. Okay. Verhängnis, du hattest verhängnisvollen Sex? Genau. Also das Problem, was momentan besteht, ist, dass ich schwanger bin und zwar von meinem Halbbruder. Mhm. Und ich eigentlich das Kind bekommen will und mein Halbbruder aber unbedingt möchte, dass ich das Kind abtreibe. Und ich momentan echt nicht weiter weiß, weil ich auch mit niemandem darüber sprechen kann. In welchem Monat bist du schwanger? Ich bin jetzt in der sechsten Woche schwanger. In der sechsten Woche. Und du bist sicher, dass das Kind von ihm ist? Ja, es kann auch von ihm sein. Ganz sicher. Erzähl mal kurz so die familiären Hintergründe. Er ist dein Halbbruder. Genau. Wie war so bisher euer Kontakt? Also es ist so, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also meine Mutter war quasi, als ich geboren wurde, schon getrennt. Mhm. Und ich habe vor 2 Jahren den Kontakt zu meinem Vater gesucht. Und haben ihn dann kennengelernt und dementsprechend auch meinen Halbbruder. Ah, du hast ihn dann erst kennengelernt? Genau, vor 2 Jahren. Mhm. Genau. Und also wir haben quasi direkt so auf einer Wellenlänge gelebt, könnte man sagen. Der Altersunterschied ist halt eben auch nicht groß und mir lief halt eben zu diesem Zeitpunkt auch nicht ganz so gut. Ich hatte Probleme mit der Ausbildung etc. Mhm. Und er war halt eben einfach für mich da. Wie alt ist er? Er ist 24. 24. Mhm. Genau, ja. Da habt ihr euch angefreundet zumindest gleich. Genau, also es war wirklich erst ein freundschaftliches Verhältnis. Man muss dazu sagen, dass er auch sehr, sehr lange in einer Beziehung war mit seiner Freundin. Mhm. Bis vor einem halben Jahr. Und vor einem halben Jahr hat dann quasi auch diese sexuelle Sache dann halt eben angefangen. Ist die sexuelle Sache einhergegangen mit einem Verliebtsein, das plötzlich aufkam? Also ich muss schon sagen, ich habe mich schon zu ihm hingezogen gefühlt. Allerdings dachte ich eigentlich immer, das wäre ja auf familiärer Basis, wenn man das so sagen kann. Also ich habe nie irgendwie was verspürt, könnte man sagen. Also verliebt sein, nein. Gut, aber dann gibt es den, dann irgendwann überschreitet man die Tabuzone. Man bekommt körperlichen Kontakt miteinander oder gar erotischen und sexuellen. Mhm. Wie hast du denn das empfunden, als das geschehen ist, als ihr das gemacht habt? Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, er war in einer langen Beziehung und seine Ex-Freundin ist halt eben ins Ausland gegangen und es ging ihm halt eben sehr, sehr schlecht. Und quasi ging es uns beiden dann sehr schlecht und es war halt eben dann ein Abend. Ich muss dazu sagen, wir haben was getrunken. Es war jetzt aber nicht so, dass wir jetzt beide betrunken waren und nur deswegen passiert ist, aber es war halt eben so, dass wir uns da näher gekommen sind und ich wusste natürlich in diesem Moment trotzdem, dass es falsch war, aber ich weiß auch nicht, was mich dann dazu verleitet hat, dass es dazu kommt, weil ich weiß ja nun auch, dass es nicht geht. Kannst du es rekonstruieren, von wem der erste Schritt ausgegangen ist, der dann dazu geführt hat?
Kann man nicht. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Ich denke auch, es gehören natürlich immer zwei dazu, ne? Also, natürlich, absolut, na klar. Mhm. Gab es bisher nur einmal sexuellen Kontakt und da ist es gleich passiert? Nein, also ich muss dazu sagen, seitdem halt eben ja diese Grenze überschritten wurde von einem halben Jahr, war es dann schon doch regelmäßig, ja. Aber da musst du doch ins Grübeln gekommen sein. Die Grenze überschreitet man einmal. Okay, aber dann nochmal und nochmal, ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Ich kann es mir wirklich auch selbst nicht erklären. Mhm. Ich weiß auch, also ich fühle mich ja auch nun wirklich unglaublich schlecht und ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, mit wem ich reden kann. Ja. Ich bin so froh, dass wir uns jetzt darüber mal unterhalten können. Aber noch eine Frage, nicht vorwurfsvoll gemeint, aber das muss man natürlich fragen. Wenn das schon so ein heikler Kontakt ist, Mann, warum keine ordentlichen Verhütungsmittel? Ich muss dazu sagen, ich verhüte schon seit Jahren mit der Pille. Mhm. Es ist aber halt eben so, dass ich, und das ist halt eben die einzige Sache, die ich mir erklären kann, dass ich ein paar Tage vorher halt eben Antibiotika eingenommen habe aufgrund von der Grippe. Und ich habe aber wirklich in diesem Moment einfach überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, weil man hört das zwar so, wo man denkt natürlich, mir passiert das doch nicht. Mhm. Also ich habe definitiv verhütet, ganz klar. Und aber eher nicht. Aber ja, eben nicht. Ne? Es gab keine Kondome. Nein, eher nicht. Bist du schwanger, er weiß es. Mhm. Wer weiß es. Sonst weiß es niemand. Nein. Nur er und du jetzt. Was hat er gesagt? Wie war seine Reaktion, als du es ihm gesagt hast? Also es war halt eben so, dass er es natürlich auch nicht geglaubt hat. Und es kam natürlich auch die Frage, ob es halt eben wirklich nur er sein kann, aber es kommt nur er in Frage. Es ist einfach so. Mhm. Und für ihn war natürlich die direkte und erste Entscheidung, dass das Kind auf jeden Fall weg muss, weil er halt eben generell die Einstellung hat, dass, weil die Gefahr, die besteht, wäre natürlich auch, dass das Kind eventuell behindert zur Welt kommen könnte. Eventuell, das ist das Risiko bei Schwangerschaften unter Geschwistern. Ach so, also bei Halbgeschwistern ist es nicht so. Doch, nicht so. Da ist wahrscheinlich das Risiko etwas minimiert oder halbiert, aber das Risiko wird, ziemlich sicher, auch noch immer bestehen, ja. Und das ist halt eben so, es kommt mir fast so vor, als wäre das so seine größte Sorge, könnte man sagen. Weil er da halt eben generell diese gewisse Einstellung hat. Aber trotzdem, ich weiß auch selbst nicht, warum ich die Meinung habe, dass ich dieses Kind bekommen will, weil wie soll ich das erstens mal meiner Familie sagen? Und zweitens, für mich steht auch fest, selbst wenn ich dieses Kind bekommen könnte, ich könnte auch niemandem sagen, dass das Kind von meinem Halbbruder stammt. Ich meine, wer will denn dann noch irgendwie Kontakt zu mir haben? Ich weiß ja nur noch, ist auch gesellschaftlich einfach, das geht nicht. Aber die Vorstellung, dieses Kind abtreiben zu lassen, ich kann es einfach nicht. Also es ehrt dich, dass du da so verantwortungsbewusst mit umgehst, Julia. Dankeschön. Meine einzige Sorge ist auch die körperliche Behinderung, die vielleicht entstehen könnte. Das weiß ich aber nicht genau, da muss man sich mal genau erkundigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit bei Halbgeschwistern ist und ob man das vorher diagnostizieren kann und so weiter. Die moralische Komponente sehe ich gar nicht so. Finde ich gar nicht so dramatisch. Das ist ein altes Tabu, dass unter Geschwistern das nicht passieren darf. Aber ihr seid ja erstmal nicht Vollgeschwister. Ihr seid Halbgeschwister, dann habt ihr euch Und dann habt ihr euch fast ein ganzes Leben lang nicht gesehen. Ihr wusstet ja gar nicht voneinander. Ihr wart ja wie fremde Leute. Insofern kann man das schon nachvollziehen, dass da vielleicht irgendwie eine Anziehung entstehen kann. Das finde ich völlig okay und moralisch nicht verwerflich, wirklich nicht verwerflich. Ich finde, Julia, du darfst jetzt nicht alleine sein mit dieser, ich meine, da ist ja eine gravierende Entscheidung, steht da ja an. Ja. Dieser Anruf ist jetzt der erste Schritt gewesen, dass du mit einer dritten Person redest. Du hast ich habe noch niemandem erzählt, Du hast noch jemandem erzählt? Nein, eben nicht, ja genau, niemandem. Hast du ja gerade gesagt, ja. Jetzt finde ich, brauchst du eine gute, ich kann ja hier keine Schwangerschaftsberatung leisten, das darf ich nicht und das will ich auch nicht. Du musst zu einer guten Beratung gehen, zum Beispiel zu Pro Familia.
am besten sogar zu zweit, dass du mit deinem... Aber das Problem ist ja eben, dass er das nicht will. Ich habe ja auch schon mit ihm darüber gesprochen, aber er lehnt ja alles Mögliche ab. Okay, dann musst du alleine hingehen. Wenn er das finde ich zum Beispiel schlimm, dass er das nicht macht. Mhm. Er muss ja deine Sorgen und deine Meinung und dein Anliegen auch ernst nehmen. Und ja, eigentlich schon. Ihr seid beide beteiligt jetzt an der Geschichte. Dann muss er auch, sollte er auch bereit sein, mit dir zusammen zu einer Beratungsstelle zu gehen. Das ist ja komplett offen, über was da beraten wird und wie da beraten wird. Es geht ja einfach um eine grundsätzliche, intensive Information. Ja, eigentlich schon. Niemand bedrängt euch da, sondern ihr kriegt da rundherum Infos und findet eure Entscheidung dann alleine. Ich würde an deiner Stelle ihn nochmal herzlich darum bitten, dass er dich nicht alleine lässt. Er kann dich doch jetzt nicht allein lassen. Was ist denn das für ein Typ, Mensch? Ja. Hast du denn den Eindruck, dass er sich auch ein bisschen in dich verliebt hat? Das ist halt eben so die Frage, ne? Oder warst du reine Sexgeschichte und ein bisschen Freundschaft? Darüber mache ich mir natürlich auch Gedanken, ne? Mhm. Das ist, weiß ich nicht, so, ja, die Ablenkung war. Aber ich kann es einfach wahnsinnig schwer einschätzen. Aber ich habe halt eben das Gefühl, seitdem halt eben diese Schwangerschaft besteht, dass der Kontakt da auch einfach nur noch, ja, bedingt besteht und alle möglichen ausweist. Das war halt eben vorher nicht so. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Angst ist und ja, seine... Ja, klar, der wird jetzt auch unter extremer Angst stehen. Es kann auch wirklich sein, dass der nicht in dich verliebt ist, sondern dass es einfach so nett war mit dir, ein bisschen Sex und gute Freundschaft. Du sagst, der kommt aus einer langen Beziehung und so weiter. Aber das ist jetzt auch alles egal. Jetzt geht es darum, dass zwei junge, erwachsene Menschen verantwortungsbewusst mit dieser Situation umgehen. Und da kannst du ihn noch mal ganz klar ansprechen, nicht im Sinne von betteln, sondern das ist seine verdammte Verantwortung noch mal. Er ist mit da 50% mit daran beteiligt. Ich sehe es ja auch so, aber er ist da okay, aber anderer Meinung. Mach es bitte noch einmal und dann sagst du ihm, okay, wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich da alleine hin. Jetzt wird dich mein Psychologe, der Jürgen, zurückrufen. Mhm. Und der gibt dir mal einige gute Adressen an die Hand in deiner Umgebung. Und dann rate ich dir wirklich ganz schnell, einen Termin doch zu machen. Entweder mit ihm zusammen oder wenn er nicht mit will, dann machst du es halt alleine, damit du in gute, fachkundige Hände kommst. Und da brauchst du auch keine Angst vor haben. Du musst jetzt handeln. Du musst jetzt dein Schicksal in die Hand nehmen. Du kannst jetzt nicht einfach abwarten. Die Zeit läuft ja gegen dich. Naja, das ist es, ja. Liebe Julia, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Jürgen ruft dich zurück. Alles klar. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Glück, auf dass eine gute Entscheidung getroffen wird. Und nochmal, moralisch finde ich, brauchst du dich nicht zu schämen, dass das passiert ist. Das ist nicht schlimm, finde ich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast und deine Worte tun mir wirklich gut. Sehr also gerne. Wirklich, vielen, vielen Dank. Sehr ja? gerne, Julia. Dann Dankeschön. Legst du bitte auf und der Jürgen meldet sich gleich bei dir. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zum Thema verhängnisvoller Sex. Hattet ihr schon mal Sex, der wirklich verhängnisvoll für euch war, mit Folgen für euch, an denen ihr vielleicht doch eine ganze Weile zu arbeiten hattet oder die sehr lange nachgehen, euch nachgehen? Hier ist Marcel und Jessica, 32. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo, Marcel. Und bei dir ist Jessica. Hallo. Hallo. Wir können zu dritt sprechen. Ich höre es schon. Genau, richtig. Ich hoffe, du verstehst uns gut. Es geht ganz gut, ja. Trotz Freisprechanlage. Seid ihr ein Paar? Ja, richtig. Okay. Seit fast 9 Jahren. Ah, seit 9 Jahren. Sehr gut. So, jetzt habt ihr euch aber zum Thema verhängnisvoller Sex gemeldet. Warum? Genau, richtig. Ja, und ist vor circa 3,5 bis 4 Jahren... ein Malheur passiert, beziehungsweise beim Oralsex ist mir die Schulter ausgekugelt und habe seitdem auch Probleme damit. Also sprich, dass sie immer wieder auskugelt, ja. Beim Oralsex, du warst ja Aktive. Richtig. Ja, und da ist dir die Schulter, wie geht denn sowas? Ja, meine Freundin saß auf mir und ich habe sie oral befriedigt und nach einer Zeit hat sie dann irgendwann Knack gemacht. Dann war sie draußen. Achso, das lag daran, dass sie auf dir saß, weil die Gewichte genau, irgendwie richtig. Zu sehr auf der Schulter Ja, richtig. Ich lag und sie saß halt komplett drauf. Richtig. Das heißt, es hat dann plötzlich sehr weh getan. So ziemlich, ja.
Und was hast du dann gemacht? Ja, also sie ist dann erstmal runter und dann habe ich erstmal, erstmal entsetzt geguckt, muss man erstmal selber erstmal reagieren, erstmal gucken, was passiert ist. Wofern man da gucken kann an der Schulter? Ja, man hat es ja auch gesehen, die ist halt nach oben raus. Ich hatte die Arme nach oben. Ich war sozusagen bewegungsunfähig gewesen, wo sie auf mir saß. Ja. Und dann ist es halt passiert. Und man hat auch gesehen, dass der Knochen oben ein Stück, dass das nicht mehr normal lag, die Schulter. Mhm. Darf ich mal fragen, ich will ihr nicht zu nahe treten, aber ich frage mal, wie schwer ist deine Liebste? Ich war in dem Zeitraum Domian 120 Kilo. Ah, siehst du, gut, das hier, da habe ich das schon richtig gemutmaßt. Wenn du jetzt ein schlankes Mädel gewesen wärst, wäre es nicht so schwierig vielleicht geworden. Ja. Mag vielleicht sein, ja. 120 Kilo auf der Schulter ist natürlich schon krass. Wie hast du denn das erlebt, Jessica? Ja, ich fand es total schlimm. Ich habe das auch direkt gemerkt, bin dann hochgegangen, soweit so schnell wie ich konnte. Und ich war ratlos, ich wusste auch nicht mehr zu helfen. Mhm. Und der konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen. Mhm. Und man hat es auch wirklich gesehen, der Knochen oben. Mhm. Und es war halt sehr schlimm. Da war dann Schluss mit Lust und Leidenschaft. Ja, da absolut. War nichts mehr. Was habt ihr denn? Die nächsten zwei Wochen war Feierabend gewesen. Ja, ja, ja. Wann bist du zum Arzt gegangen, Marcel? Ja, ich wollten jetzt auch nicht direkt einen Krankenwagen rufen oder sonstiges. Die haben es erstmal irgendwie selber versucht, im Internet geguckt, wie man sowas selber einrenken kann. Weil uns war auch ziemlich schnell klar, dass halt die Schulter ausgerenkt war. Mhm. Haben dann halt im Internet recherchiert, geguckt, wie man das halt machen könnte. Videos geguckt, haben wir auch versucht, aber das hat so höllisch wehgetan, das ging einfach gar nicht. Also keine Chance. Ja, dann macht man es vielleicht noch schlimmer, wenn man es nicht selbst richtig kann. Ja, und anderthalb Stunden circa, wie gesagt, habe ich jetzt nicht genau auf Uhr geguckt, aber circa anderthalb Stunden, zwei Stunden später haben wir dann nachts um 2:30 den Rettungswagen gerufen. Ja. Also das sagt mir, dass es schon ziemlich heftig war und dass es nicht einfach ein bisschen verknackst war, sondern da war richtig was kaputt gegangen. Das ist Fakt, ja. So, jetzt kommt der Rettungswagen. Habt ihr dem Rettungswagen, dem Arzt, dem Notarzt, reinen Wein eingeschenkt? Nein. Nein. Jessica, was habt ihr gesagt? Was passiert ist? Ja, was ganz anderes. Was denn? Es ist beim Schlafen passiert. Ja, das war uns so unangenehm. Ja, das glaube ich. Beim Schlafen passiert, hat der das geglaubt oder haben die Ärzte das geglaubt später? Nein, leider nicht so ganz. Aber man kommt ja, ich käme ja als Arzt auch nicht darauf, dass das gerade beim Oralsex passiert ist. Die standen doch wahrscheinlich vorm Rätsel. Ja, es ist auch sehr ungewöhnlich und dann haben wir halt gesagt, sie können nicht die Wahrheit sagen, weil da glauben die sowieso überhaupt nicht. Dann sagen wir halt, das ist beim Schlafen passiert, du lagst halt falsch. Mhm. Und hat er sich versprochen, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen versprochen, und dann haben sie es vielleicht nicht so ganz geglaubt. Ach so, es ist so ein bisschen durchgesickert. Was haben die denn was haben die in der Nacht dann noch mit dir gemacht, Marcel? Ja, wie gesagt, dann halt ins Krankenhaus, Tropf angelegt, also muss ja ein Tropf angelegt werden, dann haben sie mir halt Schmerzmedikamente erstmal verabreicht auch. Mhm. Und dann musste ich halt zum Röntgen und mein Glück war halt Glück oder wie auch immer, bin ich zum Röntgen rein, haben die das geröntgt, also eine Frau hatte das auch geröntgt gehabt. Und beim Röntgen muss halt die Schulter wohl unten sein, beziehungsweise der Arm. Der muss nach unten sein. Mhm. Ich konnte den Arm aber nicht nach unten machen, weil die Schulter ja nach oben ausgekugelt war. Mhm. Also die ist nach oben hinausgerutscht irgendwie. Mhm. So, und dann war ich halt beim Röntgen drin und die Schwester sagte halt, der Arm muss runter und drückt auf dem Arm runter und drückt mit dieser Weißbad da runter. Die Jessica saß nebenan im Wartezimmer, die hat mich selbst bis dahin schreien gehört. Mhm. Und ist halt beim Röntgen, beim Runterdrücken, ist die Schulter wieder reingegangen. Ach, dann hat die Schwester gleich die Arbeit getan, die eigentlich ein Arzt tun sollte.
Richtig, ja, beim ersten Bild wurden zwei Bilder geschossen von der Röntgenaufnahme. Ja. Wie gesagt, beim ersten Bild war die Schulter noch, hatte ich den Arm nach oben gehabt und dann kam sie ja hinterher rein und sagte, ja, der Arm muss definitiv runter, weil sie das von der anderen Seite noch sehen mussten. Ja, und dann hat sie den runtergedrückt krampfhaft und dann ist er halt auch reingesprungen. So, das heißt, du konntest dann schon am nächsten Tag wieder nach Hause, oder wie? Ich bin halt direkt auch wieder entlassen worden, ja. 3,5 Jahre ist das her. 3,5 Jahre. Wie viel Mal hattet ihr seitdem wieder Oralsex so in dieser Position? Täglich. Täglich? Das ist aber mutig. Und du hast keine Angst, Marcel, dass es wieder passiert? Doch, es passiert, sagt sich ja dein Mitarbeiter schon. Achso, ja, das passiert halt, wenn es einmal geschädigt ist. Ja. Weil das Gelenk halt jetzt auch ausgekugelt ist. Das hängt ja in so einem Gelenk drin. Ne? Ja. Und das ist halt bei mir jetzt ziemlich ausgeschlagen schon. Das heißt, es ist nochmal passiert? Es passiert ständig, ja. Es passiert also, ständig? Halt ständig. Ich sag mal, es passiert alle 2 bis 3 Monate passiert es mal. Vielleicht könntest es, du es hängt auch von der Intensivität ab. Ne? Also Wie schwer bist du im Moment, Jessica? Ich bin 95 Kilo jetzt. Okay, da hast du ja schon ganz schön abgespeckt. Aber, ja. Aber für die Schulter eventuell immer noch ein bisschen zu schwer. Ihr könntet, seid doch mal ganz pfiffig und denkt euch mal eine andere Stellung für Oralsex aus. Dann wäre das Problem gelöst. Das machen wir. Dann bin ich beruhigt. Das ist ja nicht die einzigste Stellung. So, genau, das meine ich doch auch. Ja, das ihr passiert Lieben. Ja auch nicht nur beim Oralsex, passiert ja auch bei vielen anderen Dingen. Ist ja jetzt nicht nur, dabei passiert ja. Auch bei viel mehr Sachen, logischerweise. Also ich bin beruhigt, dass sich das Ganze doch wieder geglättet hat, dass ihr andere Ideen habt. Jessica hat abgenommen, das ist auch gut. Also ihr seid auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. So sieht's aus, ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr angerufen habt. Alles Gute wünsche ich euch beiden und dürfen viel Spaß weiter. Dürfen wir noch ein Autogramm von dir haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an oder euch wegen der Anschrift. Das ist nett von dir. Tschüss. Ciao. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. 0800 220 50 50, verhängnisvoller Sex. Hier ist Sabine. Sabine ist 37. Guten Morgen, Sabine. Hallo, Domian. Hallo, Sabine. Was war bei dir verhängnisvoll in Sachen Sex? Ja, verhängnisvoll in dem Sinne, ich hatte damals einen nicht gerade netten Freund, wie man das, ja... Der hatte mich halt geschlagen und war halt, wie gesagt, nicht nett und zwang mich dann zur Prostitution. Mhm. Und in dem, was ich da gearbeitet habe, habe ich viele ekelige, verhängnisvolle erlebt, wie sich ankoten lassen. Die Männer haben den Kot gegessen und haben mir gesagt, der schmeckt ja besser als von der Chefin. Oder ein Gast wollte, dass ich mir einen Finger in den Hals stecke und er sich dabei einen runterholt und all solche kranken Sachen einfach, ne? Und also du solltest erbrechen. Ja, genau. Hast du auch erbrochen? Ja, ich habe dann erbrochen und er hat sich dabei dann einen runtergeholt und fand das total toll und ich habe mir nur gedacht, oh Typ, wie gehirnamputiert bist du eigentlich? Hat er das sich ausschließlich angeschaut oder auch gegessen? Nee, der hat sich das nur angeschaut. Und wohin musstest du erbrechen? In die Toilette habe ich erbrochen. Und er hat dann daneben gesessen und sich, wie gesagt, selbst befriedigt dann. Und du hast andere Männer angekotet? Ja. Und die haben das verzehrt? Ja, es gab welche, die haben es verzehrt. Es gab welche, die haben sich damit eingerieben. Und fanden das dann halt ganz toll. Ne? Und haben auch eine Menge Geld damals dafür bezahlt. Also... Ich fand es einfach nur krank und... Nun ist das ja eine ganz extreme Form der Prostitution. Es gibt ja ganz viele Prostituierte, die genau das nicht machen, weil da die Grenze überschritten wird. Warum hast du dich auf so eine extreme Form eingelassen? Weil ich gezwungen wurde. Meine Chefin hat meinem damaligen Freund, Typ, wie auch immer, knallhart vorgerechnet, wenn sie das und das nicht macht, dann schickt sie 800 Mark weg. Wenn sie das und das nicht macht, schickt sie 600 weg. Und er hat nur die Dollarzeichen gesehen und hat gesagt, ja, wenn das abends, das und das nicht abends auf dem Tisch liegt, dann weißt du, was dir blüht. Und wenn der zugeschlagen hat, naja, dann hast du gedacht, die... Ich habe das gar nicht verstanden. Sie schickt dann nur so und so viel Geld weg. Was heißt das? Also wenn ich den Freier ja nicht... annehme, dann geht das Geld ja aus dem Haus. Dann
zahlt er ja kein Geld. Achso, dann ist letztlich der Lohn geringer und dein Typ bekam dann auch weniger Geld. So ist das gemeint. Ja, genau. Ja. Mhm. Wie lange warst du denn mit diesem Typ zusammen? Zusammen war ich mit dem 3,5 Jahre. Er ist dann nach 2 Jahren wieder mal ins Gefängnis gegangen. Und da habe ich meine Chance genutzt und bin weggerannt. Hab meine 7 Sachen gepackt in eine andere Stadt, hab da alles abgebrochen und war weg. Das heißt, de facto als Prostituierte hast du dann 2,5 Jahre gearbeitet? Ja. Ja. Mhm. War der am Anfang, als du ihn kennengelernt hast, freundlich zu dir? Ja, der war lieb, nett, alles. Ich hätte nie gedacht, dass der jemals mich schlagen würde oder so. Denn ja, und eines Tages kam dann irgendwann mal die erste Ohrfeige. Dann gab es die zweite Ohrfeige. Und wusstest du, dass der in diesem Milieu aktiv ist? Nein, nein. War er ja auch nicht. Er hat jemanden, er saß damals auch im Gefängnis. Und hat dann irgendwie einen Zuhälter aus Köln oder was kennengelernt. Und der hat ihm dann wohl die Flausen ins Ohr gesetzt und hat dann wohl mitgekriegt, dass er ein junges Mädchen zu Hause hat. Ich bin 18 geworden. Das ist dann, heißt in der Szene Frischfleisch dann so ungefähr. Mhm. Und hat er ihm dann halt gesagt, ja, dann kannst du viel Geld machen. Und Hast du irgendwas von dem wahrscheinlich vielen Geld, das du verdient hast, hast du davon auch was bekommen? Nicht wirklich, nein. Nein, also mir wurde mein Essen bezahlt, halt das, was gemacht werden muss, Sonnenstudio und Fingernägel und alles muss ja perfekt aussehen, alles, das wurde alles finanziert, aber ansonsten musste ich alles abdrücken. Wie oft hast du damals dann als Prostituierte gearbeitet? 7 Tage die Woche. 7 Tage, also jeden Tag hast du gearbeitet? Ja. In einem Club von einer Frau beaufsichtigt? Ja, in einer Wohnung, ne? In einer Wohnung. Es gibt ja auch Wohnungen, wo sowas angeboten wird. Das ist ja ungeheuerlich. Wenn man solche extremen Dinge macht, muss man doch fast traumatisiert sein danach. Ja, ist auch so. Ja. Ich habe das auch nur durchgehalten oder ausgehalten, indem ich mich auch betäubt habe hinterher. Ne? Ich habe halt Alkohol getrunken und andere Sachen gemacht, mit denen ich halt irgendwie das vergessen kann. Oder wenn du mal, was heißt vergessen nicht? Drängen irgendwie. Weil vergessen kann man sowas nicht. Ne? Wurdest du ausschließlich eingesetzt für diese extremen Sachen, die du gerade beschrieben hast? Nee, auch andere Sachen. Auch aber den in Anführungszeichen normalen Sex. Ja. Wie hast du das gemacht, wenn ich das noch fragen darf, mit dem Ankoten? Du kannst doch nicht auf Knopfdruck, kann man das doch nicht machen. Wie hast du das dann für dich organisiert? Termine wurden dann ausgemacht. Ne? Man, jetzt zum Beispiel bei mir, ich wusste, ich muss morgens auf Toilette. Dann bin ich eben nicht zu Hause gegangen, sondern habe so lange gewartet, bis ich im Laden war. Bis dann halt dieser Mensch kam und dann habe ich mein Geschäft über ihm erledigt, anstatt auf der Toilette. Ja. Und du musstest noch gute Miene zu bösem Spiel machen. Ja, genau. Musste tun, als ob ich das ganz toll finde und als ob das ja das Schönste der Welt wäre. Und ich habe innerlich nur gekotzt und habe mir gewünscht, dass es schnell vorübergeht. Was waren das für Typen, die das gefordert haben? Was waren das für Männer? Ganz normale Männer, ne? Bankiers, Handwerker, Chefs, Manager, der normale Mann von nebenan. Also querbeet. Ja, das kannst du gar nicht so jetzt auf eine Menschengruppe oder so. Wenn du das dann mit denen machen musstest, musstest du dann danach oder währenddessen auch noch mit denen schlafen? Ja, danach, ja. Ja. Nun warst du damals 18 Jahre, sagst du. Hattest du keine Familie, keinen Kontakt zu deiner Familie? Nein, nein. Da ist leider nicht so wirklich. Meine Mutter war nie eine Mutter für mich. Da bin ich auch als Kind missbraucht worden von ihrem Freund. Und also mit der Mutter nicht wirklich so. Hast du Kinderschnaps in die Flasche getan, mit wir schlafen und sie vögeln gehen kann und feiern gehen kann. Ach so. Also schon schlimme Vorgeschichte.
Ja, ich habe schon viel Scheiße in meinem Leben gesehen. Hast ja. du dich überhaupt damals jemandem anvertraut? Nein. Niemandem? Auch keiner besten Freundin oder so? Nein, erst später, weil ich habe mich da so viel geschämt und... Du hättest ja damals rein theoretisch zur Polizei abhauen können und um Hilfe bitten. Er hat mir immer gesagt und eingebläut, und das hätte er auch gemacht, wenn ich ihn jemals an die Polizei verraten sollte oder irgendwas sagen sollte, dann hat er gesagt, dann bringe ich dich um, dann weiß ich wenigstens, wofür ich ins Gefängnis gehe. Dann ist es dir aber gelungen, als er ins Gefängnis ging, abzuhauen. Ja, genau. Wie hast du das gemacht? Da habe ich einen Bekannten gehabt, wo ich wusste, dass er in mich verliebt war. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, so, er ist jetzt im Gefängnis. So, jetzt ist deine Chance, jetzt oder nie. Ja, und dann hat er mich mehr oder weniger da rausgeholt und hat dann meinem Typen dann auch, 2, 3 Monate später hat er mir aufgelauert wieder. Und da hat er ihm dann mal einen auf die Nase gegeben. Und das fand ich dann echt toll, dass er mal einen auf die Nase bekommt. Und hat dein Ex-Zuhälter sich davon einschüchtern lassen dann? Ja, er ist dann weg, weil es kamen dann auch noch andere Leute. Mein damaliger, der mich da rausgeholt hat, der war eine fremde Nationalität. Und damit sind dann natürlich andere Leute aus seiner Nationalität gekommen. Und damit hat er dann, der mich gezwungen hat, halt gesehen, dass er keine Chance hat. Ja, da hat er dann Angst gehabt. Abgehauen. Ist es dir, oder wie lange hat es gedauert, bis du wieder ein einigermaßen normales Leben führen konntest? Was heißt normales Leben? Lebe eigentlich so vor mich hin, also normales Leben. Das heißt, bis heute ist das nicht normal, das Leben. Ja, ja. Das ist nun 20 Jahre her, du bist jetzt 37, habe ich gerade gesagt. Ja. Was hast du denn danach, dann nachdem du da raus warst, gemacht? Ja, ich habe ein bisschen später, ein paar Jahre später, habe ich mir dann eine Therapeutin versucht und habe das therapeutisch versucht aufzuarbeiten. Aber ja, die Therapeutin hat dann vor mir gesessen und geweint, als ich ihr von meinem Leben erzählt habe. Und da konnte ich dann gar nicht mit umgehen, weil, ja. Die soll nicht weinen, die soll zuhören. Ja, genau, so irgendwie. Und ich habe es halt versucht aufzuarbeiten, aber so ganz schaffst du das einfach nicht. Das sind so tiefe Verletzungen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Du hast den nie angezeigt, auch im Nachhinein? Nein. Aus Angst? Ja. Hast du irgendwann noch mal was von dem gehört? Nein, zum Glück nicht. Der ist weg, Gott sei Dank aus deinem Leben weg. Ja. Hast du seither eine Beziehung mal aufbauen können? Ja, ich habe eine, aber das funktioniert nicht so. Ne? Ich bin nicht, ich kann nicht so kuscheln, ich kann nicht so Nähe zulassen. Kannst du überhaupt Sex leben und genießen? Nein. Nein, für mich ist das immer irgendwie so, wenn der Partner Sex möchte, ist das für mich so irgendwie, ja komm, mach deine Arbeit oder deine Aufgabe schnell. Du machst es ihm zuliebe. Genau, befriedige ihn und dann hast du deine Ruhe. Ich versuche auch immer so lange wie möglich es rauszuziehen. Also ich kann wunderbar ohne Sex leben, ich brauche das nicht. Hast du einen Beruf? Bist du Nein. Nein. Von was lebst du? Ich bin leider mittlerweile so krank, ich kann nicht mehr arbeiten, ich bin erwerbsunfähig. Also seelisch erkrankt? Ja, oder? Seelisch und körperlich dann auch, ne? Das tut mir sehr leid, Sabine, das ist sehr schlimm, was du erzählst, und ich glaube, wir haben nur eine Ahnung von dem, was du mitgemacht hast. Wenn man das 2,5 Jahre, du hast ja auch dann in ständiger Angst, fast Todesangst gelebt. Ja. Und dann solche abgrundtief ekelhaften Dinge tun zu müssen, das kann man sich ja als jemand, der das nicht erlebt hat, wirklich nachvollziehen, kann man das nicht. Schwer, ja. Würdest du denn nochmal den Versuch unternehmen wollen, in eine Therapie zu gehen? Ich bin gerade wieder dabei, was anzuleiern, nur du weißt ja, mit Therapeuten, es dauert lange, bis man da Plätze bekommt. Und
Ich finde, dass du wirklich in eine gute Traumatherapie musst, nach dem, was dir passiert ist. Ja. Ich möchte, dass mein Psychologe dich noch ein bisschen berät. Das kann ja nicht schaden, dass du noch ein paar Infos bekommst. Ja. Dann bitte ich den Jürgen, der Jürgen wird gleich dich zurückrufen. Mhm. Und dich bitte ich aufzulegen und dann abzuwarten, bis er sich bei dir meldet. Mhm. Vielen Dank für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast, Sabine. Danke, dass du mir zugehört hast. Und von Herzen alles Gute, von Herzen alles Gute. Schön. Wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss, Sabine. Tschüss. 1.37 Uhr. Verhängnisvoller Sex, unser Thema heute Nacht. Und hier ist Sarah. Sarah ist 22. Guten Morgen, Sarah. Hallo? Ja, hallo. Ja, du hörst mich, das ist gut. Hallo, Sarah. Ja, laut und deutlich. Ja. Du hattest auch einen Sex, der verhängnisvoll war. Ja, leider. leider. Erzähl mal. Ja, und zwar ist mir mal passiert, dass ich in der Disco Sex hatte mit einer Person, die ich nicht kannte, was auch normalerweise gar nicht meins ist. Sowas passiert mir eigentlich nicht, aber an dem Tag ist der Alkohol einfach geflossen. Du hattest Sex in der Disco? Ja, in der Toilette, um genauer zu sein. Okay. Mhm. In der Frauentoilette, zum Glück, muss ich auch sagen, zum Glück, weil wäre es vielleicht in der Männertoilette gewesen, hätte mich da kein Schwein gefunden oder beziehungsweise hätte sich kein Mann dafür interessiert. Deswegen bin ich auch froh, dass das wirklich in der Frauentoilette passiert ist. Also es war ein Fremder, den du kennengelernt hast in der Disco? Richtig, Was ist, und man hat getrunken und du warst auch etwas betrunken? Ja. Ja, etwas war gut. Also das war schon nicht mehr etwas, das war schon heftig. Ein bisschen mehr als etwas. So, was ist jetzt auf der Damentoilette passiert? Auf der Damentoilette ist passiert, dass wir miteinander rumgemacht haben, angefangen haben, der hat angefangen, mein Kleid auszuziehen und dies und das. Ja, dann auf jeden Fall waren wir bei der Sache und dann plötzlich habe ich meinen Kopf gestoßen, da wo man abzieht an der Toilette, und dann auf einmal bin ich aufgestanden, ich lag im Krankenhaus, mir wurde halt erzählt, ich habe meinen Kopf anscheinend so heftig gestoßen auch, deswegen bin ich erstmal ohnmächtig geworden. Mhm. Hast du den Kopf dir aus Versehen gestoßen? Nein, oder hat er? Natürlich nicht. Also natürlich nicht, denn die Folgen von heute sind ganz dramatisch für mich. Das heißt, er hat den Kopf an die Wand geschleudert, an den. Ja, das war schon ein bisschen härterer Sex. Mhm. Das ist mir auch sehr unangenehm eigentlich, aber ich wollte jetzt einfach mal mit dir darüber sprechen. Ja, wolltest du denn diesen härteren Sex anfänglich haben? Ja, eigentlich schon. Ich war betrunken. Mhm. Ich weiß es selber nicht mehr ganz also genau. Also deine Erinnerungen, du hast gar nicht viele Erinnerungen daran. Nein, nicht so viele. Ich weiß auf jeden Fall, das war ein Ausländertyp, Vollbart, hat so auch konnte nicht so prickelnd Deutsch. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, um echt zu sein, wo meine Freundinnen waren, beziehungsweise zwei Freundinnen waren dabei, die waren selber total besoffen. Und der hat dich dann bewusstlos auf dem Damenklo liegen lassen. Richtig. Und dann hat dich Gott sei Dank irgendeine Frau gefunden und hat den Arzt alarmiert. Welche Verletzungen hattest du? Ja, ich bin so heftig mit meinem Kopf gestoßen, dass wirklich komplett eine Platzwunde an meinem unteren Kopf von links bis rechts habe ich diese Platzwunde jetzt. Mhm. Da wachsen noch keine Haare mehr drauf. Das heißt, Glatze. Das sind auch die Folgen von jetzt. Vor allen Dingen kennt mich jeder in meiner Stadt. Wenn ich rumlaufe, werde ich halt angesprochen, ob ich diejenige bin. Und hat sich das rumgesprochen, dass dir das passiert ist? Ja, also das hat sich rumgesprochen. Ich war ja auch halbnackt auf der Toilette. Und anscheinend, wo ich rausgetragen worden bin, hat sich da mein Slip an, mein Kleid war irgendwo auf 7:30 und Leute haben Fotos gemacht und Videos, wie ich rausgetragen worden bin. Aber nochmal zu dir, zu der Verletzung. Also du hast eine schlimme Platzwunde gehabt am Kopf. War der Kopf weiter noch verletzt? Gab es eine Gehirnerschütterung oder einen Schädelbasisbruch? Ja. Ich hatte zwei OPs, also zwei Operationen hatte ich hinter mir. Was genau hat man operiert am Kopf? Also meinen kompletten Unterkopf hat man operiert.
Klar, die Narbe ist erstmal, die ist nicht ganz verheilt, weil die so riesig war vor allen Dingen. Dann wurde erstmal mein halber Kopf komplett kahl rasiert. War der Schädel angebrochen? Nee, nicht wirklich angebrochen, aber da war schon ein bisschen mehr als eine Gehirnerschütterung. Es war eine wirklich schwere Gehirnerschütterung. Und also ich weiß nicht, bis heute sind halt die Folgen, ich gehe eigentlich nicht mehr raus. Wirklich nur noch mit Perücke, Mütze, alles drumherum. Wie lange liegt das zurück, Sarah? Das ist ungefähr 1,5 Jahre her. Und seitdem hat sich das nicht wieder regeneriert am Kopf, nein, dass da wieder Haare nein. gewachsen sind? Da gab es auch Fotos und Videos auf Facebook, wirklich Seiten mit Gefällt mir und alles Mögliche. Das ist natürlich alles sehr schlimm, nur damit wir uns das noch besser vorstellen können. Aber dein ganzer Kopf ist doch nicht kahl. Wie groß ist die Stelle? Also die ist schon bis, wo das anfängt, ja, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wo dieser Knochen ist, in der Mitte vom Hinterkopf. Mhm. Also das ist geht dir erstmal so tief rein und dann genau, wo es aufhört, ist oben komplett die ganze Naht. Warst du sonst, außer am Kopf, was ja schon schlimm genug ist, warst du zusätzlich am Körper noch verletzt? Ja, ich hatte blaue Flecken und alles sowas halt. Nun ist ja, wenn einem sowas passiert, du weißt gar nicht, was da passiert ist. Offensichtlich war es harter Sex, auf den du auch gestanden hast. Ja, anscheinend. Du weißt nicht, ob er ein Kondom benutzt hat? Nee, also ich habe mich schon natürlich direkt danach testen lassen. AIDS oder sowas ist mir zum Glück nichts passiert. Also und bist auch Gott sei Dank nicht schwanger geworden dadurch? Nein, Gott sei Dank. Dafür ist die gute Pille da. Glaubst du denn, dass du in gewisser Weise trägst du eine Mitschuld? Ja. Dass du dich darauf eingelassen hast? Und stehst du denn generell auf harten Sex? Ja, eigentlich auch relativ. Also das muss schon hart sein. Also auf so Kuschelsex und sowas stehe ich ja mal gar nicht. Aber in diesem Fall weiß man eben nicht, ob der mit Wucht deinen Kopf an die Wand geschleudert hat oder an diesen Griff oder ob es eine Folge von einfach hartem Sex war und er dich dann einfach liegen lassen. Ja, ich weiß ja nicht mal, ob er mich dagegen gestoßen hat, ob es extra war, ob es nicht extra war. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch das Problem, dass ich es nicht weiß. Mhm. Also es ist einfach hier Tatsache, meine Folgen trage ich bis heute noch. Vor allen Dingen die ersten paar Monate, musst du dir vorstellen, also das war ganz heftig. Also da bin ich ja erstmal gar nicht rausgegangen. Ich habe auch erst angefangen, wieder rauszugehen vor vier Monaten. Also dir macht die Blamage auch große Sorgen, ne? Natürlich. Mhm. Also das war eine heftige Blamage. Dieser Typ ist nie wieder aufgetaucht, den hast du nie wieder gesehen? Nein, nie wieder. Die Polizei kam natürlich auch, also alles Mögliche. Ne? Ich habe aber erstmal nichts mitbekommen, weil ich ja erstmal im Ohnmacht lag. Danach wurde ich auch direkt operiert, wo ich aufgestanden bin, war ich natürlich erstmal ganz wurscht. Also da musste ich erstmal ein paar Tage überhaupt wissen und klarkommen, was passiert ist. Den Jungen da habe ich nie wieder gesehen. Was hast du jetzt für eine Lehre aus diesem Ereignis gezogen? Ich trinke keinen Alkohol mehr, ich gehe nicht mehr feiern. Mhm. Ich kann auch keinen Sex mehr haben. Ich habe seit diesem Tag keinen Sex mehr gehabt. Oh, das ist natürlich eine heftige Reaktion. Keinen Alkohol mehr zu trinken ist ja nicht schlimm. Ja. Das ist ja vielleicht sogar ganz gut, wenn man im Suff dann solche Sachen macht, dass man das verhindert. Ja. Aber es ist schon ein arger Einschnitt in deinem Leben gewesen, diese Geschichte. Ja, ja, verstehe. Ja. Und wenn das solche Auswirkungen bis heute hat, möchte ich auch sehr gerne, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Ja, ich habe einen Psychologen. Also bis heute gehe ich noch regelmäßig zum Psychologen. Ah, okay. Da spreche ich auch regelmäßig mit denen. Es ist natürlich auch besser geworden, weil seit 3-4 Monaten gehe ich ja auch wieder raus. Mhm. Okay, dann bist du in guten Händen. Ja, auf jeden Fall. Dann hoffe ich sehr, dass dir diese psychologische Behandlung dann langfristig und nachhaltig auch wirkt und hilft, Sarah. Und hoffe, dass du wieder ein relativ normales Leben führen wirst. Allerdings mit dem Alkohol wäre ich dann auch vorsichtig, dass du nie wieder in so eine Situation kommst. Nie wieder. Ja. Mit dem Sex hoffe ich, dass es irgendwann mal wieder kommt, genau. Aber jetzt geht es einfach nicht. Ich wünsche dir viel Glück und vielen Dank. Danke für deinen Anruf. Alles Gute, Sarah. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Danke schön. Tschüss. Hier ist Günther. Günther ist 62. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen, Domian. Hallo, Günther.
Was hast du uns zu erzählen in Sachen verhängnisvoller Sex? Ja, und zwar den Tod meines Sohnes. Er ist beim Sex zu Tode gekommen. Was ist da passiert? Der hat sich, er war 17 damals, hat sich eine Tüte am Kopf gezogen, sich selbst befriedigt. Mm. Und ist dabei zu Tode gekommen. Das ist so eine besondere Praktik. Ja, und ich verfolge dann das Sendung zwar nicht regelmäßig, aber nur in unregelmäßigen Abständen. Mhm. Und das Thema ist irgendwie, man spricht nicht drüber, ne? Wir hatten ganz selten mal dieses Thema. Wie nennt man das eigentlich, wenn Leute das so auf diese Art und Weise machen? Du, da musst du einen Fachmann fragen, da kenne ich mich nicht wieder aus. Nee. Also der Thrill, der dahinter ist, ist, dass man bis zur allerletzten Sekunde ohne Sauerstoff ist und dabei onaniert. Ja, es gibt ja die Sache, also man macht das eigentlich zu zweit, einer zieht die Tüte am Kopf, bis die Frau, Mann, was weiß ich, einen Orgasmus haben und dann die Tüte wieder öffnet, damit sie Luft kriegen. Ne? Hat er das auch mit jemandem zusammen gemacht? Das weiß ich nicht. Wo hast du ihn oder wo hat man ihn gefunden? Meine Frau hat ihn gefunden. Bei euch in der Wohnung? Ja. In seinem Zimmer? In seinem Zimmer. Ist also folgendes, wir hatten prima Verhältnis, kein Thema. Er hatte seinen Lieblingsberuf, er wollte Kfz-Mechaniker werden. Mhm. Musste sich um Platz bemühen, weil er von der Schule her gab es eine Klasse, die hatten die Leute sich ausgesucht. Mhm. Und da war er mit dabei. Mhm. Kam von der Feuerwehr den Abend, das weiß ich noch. War eigentlich noch Jungfeuermann, ist an dem Tag zum normalen Feuerwehrmann, war richtig gut drauf, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? 17 Jahre alt? 17 Jahre, Sturm und Langzeit. Mhm. Geht ins Bett nicht verhauen, befriedigt sich selber, was normal ist, aber er hat nicht mit der Tüte über dem Kopf. Ne? Jetzt hat deine Frau hat ihn gefunden. Oh. Ja, es ist, er muss ja zur Arbeit, kam nicht runter wie normal, er ist sonst immer selber aufgestanden, muss nicht geweckt werden oder so. Mhm. Und da hat meine Frau ihn gefunden, nicht wahr? Und warst du auch im Haus? Ich war auch zu Hause, ja. Das heißt, du bist dann auch dahin gegangen? Ja, sie kam hier runter gerade nach der Mutter. Er hat sie umgebracht und so weiter, dass ich nicht verstehen konnte, warum, ne? Du hast dann deinen toten Sohn auch gesehen? Ich habe ihn noch hoch, toten Sohn gesehen, noch angefasst, er war schon kalt und so, ne? Lag er noch, was war das für ein Anblick? Lag er noch mit der Tüte über dem Kopf auf dem Bett oder auf dem Boden? Nein, da hatte meine Frau schon zurückgeschoben, aber es war kein schöner Anblick halt, ne? Mhm, verstehe. Und wie gesagt, da war keine Rettung, da war alles schon zu spät. Nein, wie gesagt, ich habe ihn gesehen, angefasst nach dem Motto, wolltest du schütteln, wie schläfst du noch und so weiter, aber war schon kalt. Hm. Dann war das am Abend vielleicht passiert oder in der tiefen Nacht? Das war abends, das war genauso. Wie gesagt, er kam von der Feuerwehr, so abends um 11 Uhr rum oder sowas ähnliches, war befördert worden zum Feuerwehrmann, obwohl er 17 war, und ist dann ins Bett gegangen, ne? Am nächsten Morgen hat die meine Frau gefunden. Nun ist das ja der Horror für Eltern überhaupt, wenn man so etwas erlebt und sieht. Das ist richtig. War er euer einziges Kind? Nein, wir haben zwei Kinder. War das andere Kind auch im Haus? Das war auch im Haus, ja. Wie alt war ein Junge, ein Mädchen? Mädchen. Wie alt war sie damals? Ich war damals 14. Und hat sie den toten Bruder auch gesehen? Nein. Also gesehen später, dann aber nicht direkt jetzt danach. Ne? Mhm. Wie habt ihr das damals, dieses schlimme Unglück, aufgenommen? Ja, wie es heißt aufgenommen? Die ersten Tage bist du natürlich, stehst du neben dir. Mhm. Du bist nicht mehr dich selber, du machst automatisch irgendwelche Sachen, die du machen musst. Mhm. Ne? Und das, also die ersten Tage sind schlimm. Nun war das ja eine Zeit, wo man noch nicht, das ist ja schon eine ganze Weile her, da war ja, in welchem Jahr war es? War ja noch im Jahre 2000. So, da hat man vielleicht noch nicht so offen wie heute über all die Dinge geredet. Wie habt ihr das den Verwandten erzählt, den Nachbarn? Habt ihr ehrlich gesagt, wie er gestorben ist? Ja, Domin, das ist auch das Thema, was ich angerufen habe, weil das wird untereinander. Hinterher, weil hat jeder einen Bekannten, da habe ich von dem mal was gehört, da ist das passiert und so weiter. Hinterher sprechen alle drüber. Aber vorher absolut tabu. Mhm. Was habt ihr denn dann euren Verwandten erzählt, an was der Junge gestorben ist? Ja, wir haben das gesagt, wie es passiert ist. Aber ihr habt offen es war ein Unglücksfall, es war ja kein Selbstmord oder sowas, ne? Mhm.
Und dann, nachdem man sich dann so einigermaßen ruhig hat, hat man dann ganz gesagt, was passiert ist und das war es dann. Ne? Wie haben denn die Leute darauf reagiert, so die Verwandten, das nähere Umfeld? Ja, habe ich ja gerade gesagt, ne? Ja, da habe ich auch vom Bekannten mal gehört, da im Jungen die Tochter, da ist das passiert. Ach so, meintest du das? Das habe ich nicht so verstanden, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Und da ist dann rausgekommen, ja, jeder hatte irgendwo in seiner Beziehung einen Bekannten irgendeinen, dem das auch schon mal sowas oder sowas ähnliches mal passiert ist. Ne? Also auch genau sowas meinst du mit so einer... Ja, nee, genau so war irgendwie so eine Art und Weise. Mit der Plastik, irgendwas, ja. Also eine Sexpraxis, die also zum Turnen geführt hat. Ne? Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr das verwunden habt oder verarbeiten konntet? Nur, das ist ein Thema wieder für sich, weißt du. Weil meine Frau, also erstmal heult man sowieso die nächsten Tage, ne? Und dann war mal meine Frau vorbei, die konnte nicht mehr heulen. Ich kann heute noch heulen. Ne, kommen in die Tränen. Und deswegen bin ich auch geschieden, mit dem also nicht mehr zusammen. Man hat sich danach dann, erste Zeit nicht, aber dann später peu à peu auseinandergelebt. Ne? Das hört man oft von Familien, in denen so etwas Schlimmes vorgekommen ist, dass die Ehen dann auch zerbrechen danach. Ja. Und du mir noch eins dazu, wir haben auch mal schon darüber gesprochen, vor Jahren, wenn du dich daran erinnern kannst, ich habe dir damals den Tipp gegeben, wegen Verweis der Eltern. Ja. Da haben wir über das gleiche Thema schon mal gesprochen. Ja. Ja, und heute ruft man, wie gesagt, weil man zu wenig drüber spricht. Ja, deswegen ist es gut, dass du dich gemeldet hast und wir das hier besprochen haben. Du sagst, dass du jetzt immer noch, dass dir die Tränen kommen, was man ja auch verstehen kann. Du bist der Vater, du hast deinen Sohn verloren. Dürfen wir dich auch nochmal anrufen? Darf mein Psychologe dich nochmal anrufen? Nee, das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Okay, es war nur ein Angebot. Jetzt um ja, Seite. Nee, danke, das ist nett, aber... Okay. Dann ja, ich wollte nur mal drüber sprechen, mal damit andere Leute, denen das auch irgendwie passiert, ne, die haben da Probleme dann. Genau, genau. Dafür danke ich dir sehr herzlich, Günther, und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören, Günther. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist der Paul. Paul ist 70. Guten Morgen, Paul. Hallo, Paul. Ja, schönen guten Tag. Ja, guten Abend. Guten Morgen, Paul. Verhängnisvoller Sex heißt die Sendung. Ja, darf ich kurz schildern? Ja, bitte. Das, und zwar, es war an einem Sonnentag. Ich war also mit meiner Partnerin. Es war sehr warm. Wir haben beide geschwitzt. Und ich war, meine Partnerin saß bei mir auf dem Schoß. Und Gesicht zu Gesicht praktisch. Und ich hatte meine Schenkel dann immer weiter geöffnet, so dass ich dann zwischen meinen Schenkeln auf den Boden fiel. Ich war auf einem Sessel und fiel also runter. Und ich war aber noch nicht so weit. Ich war also noch in ihr, wenn ich so sagen darf. Und dann ist sie auf den Boden also runtergekommen und hat meinen Penis dann mitgenommen. Da knackte er nur ganz kurz und da war er gebrochen. Und das Schlimme war, das Blut kam natürlich sofort stoßweise aus meiner Harnröhre und das war also schon sehr, sehr dramatisch. Ein Penisbruch? Ja. Das Blut kam aus der Harnröhre, aber nicht aus der Haut raus. Nein, weil ein Schwellkörper war gerissen und ist dann praktisch dann das Blut nach außen geraten und ein Teil dann in den Hodensack, sodass sie wie ein roter Luftballon entstand und ich dann sofort ins Krankenhaus bin, allerdings noch selbst gefahren, weil ich in der Nähe vom Krankenhaus war. Meine Partnerin war also nicht mehr in der Lage, die hatte einen Schock bekommen. So wie du es beschreibst, klingt das so, als würde das höllisch wehtun. Ist das so? Nein. Nein. Also da war ich selbst, ich war so in einem Schock, dass ich praktisch dort schmerzlich, also Schmerzen waren kaum. Also das war nicht das Schlimme. Das Schlimmste war nur die Angst, dass ich verblute. Das war das Schlimmste. Und ich bin dann mit dem Auto noch ins Krankenhaus gekommen. Und man hat mich dann sofort operiert, aber ich war im Krankenhaus, die Sensation, man hatte die Ärzteschaft dann zusammengeholt, was wahrscheinlich nicht alle Tage vorkam. Und wie lange liegt das zurück? Das ist 5 Jahre her, ich war 65. Ach, also gar nicht so sehr lange her. Diese Partnerin, ist das deine Frau oder Freundin? Nein, ich bin meiner Frau bin ich geschieden und es war eine Partnerin, aber mit der bin ich nicht mehr zusammen. Aber es war nicht der Grund, das war also nicht der Grund. Ja, nun ist das ja, wenn einem sowas passiert, irgendwie auch ein bisschen peinlich. War es dir auch peinlich?
Ja, natürlich. Also in der Familie und im Bekanntenkreis kam das natürlich nicht auf den Tisch. Das war dann praktisch nachher so unter Freunden, so als von Mann zu Mann, wurde das wohl schon versprochen und zum Teil auch belächelt. Aber wenn man das so erlebt, also ich habe wirklich Angst gehabt, dass es dort, dass ich verbluten würde. Wie lange muss man dann, wenn man sowas, oder wie lange hast du im Krankenhaus bleiben müssen? Ich war 10 Tage doch, da. Doch, so lange. Ja, also etwa eine Woche. Und der Arzt hat mir nur gesagt, also es könnte eventuell ein Fehler auftauchen, dass er so nicht senkrecht später stehen würde, sondern er würde seitlich wahrscheinlich so gen Westen oder Osten neigen. Und das ist auch dann passiert. Also er steht nicht in der Mitte, sondern er hat eine Schräglage. Aber damit kann man ja leben. Damit kann man gut leben. Auch meine Partnerin kann damit leben. Jetzt gibt es eine neue Partnerin wieder. Ja, eine neue Partnerin. Ja. Und ich habe es dann ja auch geschildert und sie hat das also volles Verständnis. Hast du nicht totale Panik, jetzt Sex mit deiner Partnerin zu haben? Nein. Nee. Aber so ein Sex, so eine Stellung bitte nicht nochmal. Nein, also die Stellung war so, wir hatten so geschwätzt und sie ist mir aus der Hand geglitten. Naja, gut. Weil sie in der Erregung geschwätzt hatten. Ja. Na, also die Stellung ist aber nicht mehr in. Also das. nochmal zurück, eine Frage zum Krankenhaus. Was operiert man da? Schneidet man den Penis irgendwie an der Seite auf? Nein, man schneidet unterhalb der Eichel einmal ganz rum, zieht dann die Vorhaut nach unten ganz weg und geht dann zu dem Körper, also zu dem, und näht dann den Prallkörper praktisch wieder zu. Aber und zieht dann die Vorhaut nach oben, sodass ich praktisch unterhalb der Eichel noch auch einen Ring habe, also von der Narbe her. Ach so. Also so praktisch dann zwei Ringe habe, das ist wie beim Olympiastadion. Aber das klingt ja dann doch so, dass es dann danach, nach der Operation, schmerzhaft war. Ja, also die erste Zeit schon. Und das Problem war am Anfang, man hat da in der Eichel keine Gefühle mehr. Die Nerven sind dadurch trennt. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass man dort praktisch sexmäßig nichts mehr fühlen könnte. Aber das baute sich innerhalb von 3-4 Monaten wieder voll, wie vorher auch. Na, also, Gott sei Dank. Das heißt, du hast heute genauso einen intensiven Orgasmus wie früher? Ja. Kann einem, wenn man das einmal erlebt hat, kann das eigentlich normal passieren, rein theoretisch? Theoretisch schon, aber da würde man so eine Praxis wahrscheinlich nicht mehr irgendwie an sich rankommen lassen, weil der Umstand war schlimm genug. Das würde man nicht wieder erleben. Paul, du hängst, sei vorsichtig. Ja, danke schön. Nun bin ich ja 70, aber ich dachte, es wird weniger, aber es wird nicht weniger. Je Oller, je Dollar. Ja, so. Wahrscheinlich. Ja. Lieber Paul, danke für die Geschichte. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und dass du es gut überstanden hast, die ganze Zeit. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, alles Gute, ne? Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unser Thema: verhängnisvoller Sex. In der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir auch wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen, 1 Uhr. Freitag nicht, aber morgen sind wir da. Freie Themennacht. Wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Vorsichtig beim Sex.